Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Kollege Braun, so richtig artig können Sie ja nicht gewesen sein, wenn der Weihnachtsmann Minister Pinkwart diesen Haushalt als Weihnachtsgeschenk mitbringt. Denn wenn man sich das mal anguckt, wie groß waren die Ansprüche aus der schwarz-gelben Oppositionszeit? Was ist daraus geworden? Was ist jetzt in der Digitalpolitik bei Schwarz-Gelb übrig geblieben? Dann sieht man, das ist gescheitert. Schwarz-Gelb ist nicht die Koalition, mit der NRW digitaler wird. Und das liegt eben genau nicht daran, dass Sie nicht konnten, sondern das liegt daran, dass Sie nicht wollten. Sie haben hier in diesem Haushalt nicht den Schwerpunkt gelegt, von dem Sie gerade gesprochen haben. Schauen wir uns das im Einzelnen an. Digitale Infrastruktur. Wenn es nach den Ankündigungen von CDU und FDP gegangen wäre, dann wären wir 2 Tage nach dem Regierungswechsel bei Glasfaser bis auf jeden Bauernhof gewesen. Es gibt jetzt eine moderate Verbesserung bei der Kofinanzierung. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Wir werden auch, wenn das jetzt alles durch ist, was an Projekten bewilligt ist, deutlich über 90% liegen bei 50 Mbit. Wir sind auch nicht nur an der Spitze, so wie wir das in den letzten Jahren immer schon waren. Wir sind auch im Zuwachs an der Spitze. Wir sind deutlich vor Bayern im Zuwachs. Auch das eine Frage, die uns immer beschäftigt hat in den letzten Jahren. Aber wenn Sie, Sie haben bisher immer nur die von Rot-Grün bezahlten Förderbescheide rausgegeben. Und auch mit Ihrer Erhöhung setzen Sie ja keine eigenen Akzente. Das muss man sich immer wieder klar machen. Bei uns war immer klar, wenn jeder Antrag, der nach dem Bundesprogramm finanzierbar ist, bewilligbar ist, der wird auch vom Land kofinanziert. Das machen Sie jetzt weiter, das ist in Ordnung. Aber das ist nicht Digital Leadership, das ist digitaler Dienst nach Vorschrift, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch bei den anderen Baustellen, die Sie immer hatten, sieht es doch nicht anders aus. Genauso hier EFRE-Mittel für den Breitbandausbau in Gewerbegebieten. Was haben wir hier in diesem Landtag darüber gestritten? Das wurde von CDU und FDP mit einer unendlichen Ausdauer gefordert. Jetzt ist keine Rede mehr davon. Und Sie wollen 7 Milliarden € in den Glasfaserausbau, in die Infrastruktur investieren. Aber es fehlen immer noch jegliche Hinweise darauf, wie Sie das machen wollen. Es ist klar, eins ist klar, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade von der FDP, die 10 Milliarden €, mehr als 10 Milliarden €, die in den Jamaika-Verhandlungen schon geeint waren, das war der FDP offensichtlich nicht wichtig genug. Jetzt werden wir darauf warten, was aus Berlin kommt. Sie haben die Möglichkeiten, die es da gab, nicht genutzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch bei der digitalen Verwaltung gibt es wenig Neuigkeiten. Eine Frist im E-Government-Gesetz soll nach vorne gezogen werden, schön und gut. Digitale Modellregion, schön und gut. Aber wie das konkret aussehen soll, wie Sie die Zielmarken für die digitale Prozessoptimierung nach vorne ziehen wollen, wie Sie die Beschäftigten mitnehmen wollen in diesem Prozess, wie diese Schritte finanziert werden sollen, da gibt es keine Aussagen von Ihnen. Das müssen Sie sich einfach gefallen lassen, dass wir Ihnen das sagen. Da gibt es keine Aussagen von Ihnen. Überall bleibt die Landesregierung bei Ankündigungen und im Ungefähren. Und es ist aus meiner Sicht schändlich, dass Sie keine Impulse bei Transparenz setzen. Die digitale Demokratie muss ein Leitthema für eine Landesregierung sein, wenn Sie sich Digitalisierung auf die Fahnen schreiben. Es darf keinen Stillstand geben bei Open Data. Und genau auf diesem Weg sind Sie, wenn Sie nur das Open Data-Gesetz des Bundes mit seinen völlig unzureichenden Standards hier in Landesrecht umsetzen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur digitalen Wirtschaft. Da ist einiges schon bemerkt worden. Da auch die schwarz-gelbe Bilanz, das ist es, was in Ordnung ist, die Fortsetzung von rot-grünen Projekten, von rot-grüner Strategie. Wir freuen uns ja, dass Minister Pinkwart inzwischen vom Konzept der DWNRW-Hubs überzeugt ist. Herr Minister, führen Sie das bitte weiter. Das ist eine Struktur, die wir brauchen, die gut ist. Nicht nur im nächsten Jahr, nicht nur im übernächsten Jahr, sondern auch über den ersten Projektzeitraum hinaus. Aber die Linie, die Sie anlegen, die ist es, die Gründern nicht hilft. Gründer brauchen keine schwarz-gelbe Ideologie, sondern sie brauchen konkrete Maßnahmen zur Unterstützung. Und ich finde, Gründerinnen und Gründer in unserem Land haben es nicht verdient, dass sie immer wieder als Begründung für ihre neoliberale Privat-vor-Staat-Ideologie herangezogen werden. Letzter Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu den Herausforderungen des stationären Einzelhandels. Durch den E-Commerce fällt der Landesregierung nichts ein, bis auf arbeitnehmerfeindliche Ausweitung der Ladenöffnungszeiten. Den analogen Handel kann man nicht durch analoge Maßnahmen retten. Das wird nichts. Und Sie sagen nichts dazu, wie Sie diesen Bereich weiterentwickeln können. Fazit, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein bisschen gut gemeint ist noch nicht gut gemacht.
wo Gründer draufsteht, ist privat vor Staat drin. Die Digitalisierung ändert alles, aber Sie wollen Ihre Politik nicht ändern und unsere Unterstützung dürfen Sie dafür nicht erwarten.